بسم الله الرحمن الرحيم. الله بدر الدعاء رفعا فجزان يا حبيبي يا الله. Also ich rufe quasi. Na, der Bruder sagt, wie ist das, wenn man Allah Azza wa Jal bittet, darf man sagen, ja Habibi, ja Allah? Natürlich, wir haben einen Adab gegenüber Allah Azza wa Jal. Und das Beste, was man machen kann, ist, dass man Allah Azza wa Jal so bittet, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es uns beigebracht hat. Und das Beste, womit man Allah bittet, ist was? Mit seinen schönsten Namen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-A'raf, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Und Allah gehören die schönsten Namen. Habibi ist keiner davon. Und Allah gehören die schönsten Namen. Darum ruft ihn mit diesen Namen. Und das Beste, was man machen kann, damit wir immer das Beste lernen, erstmal Ismullahi al-A'zam. Was ist der gewaltigste Name Allahs? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über diesen Namen, wer Allah mit diesen Namen ruft, so erfüllt Allah ihm sein Versprechen. Aber welcher Name ist das jetzt? Er sagt Allah. Gibt es andere Ansichten der Gelehrten hier aus Wedding? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Aber Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Allah ist dieser Name. Bi'idhnillah as-sami'il 'alim. Wir rufen ja Allah. Weil Allah, der Name, alle anderen Namen sind von Allah abgeleitet. Und Allah ist ein Eigenname nach der richtigen Ansicht der Gelehrten. Und manche haben gesagt, aus Al-Ilah leitet sich Allah subhanahu wa ta'ala ab, und dabei wurde dann natürlich etwas weggelassen und so kam Allah azza wa jal zustande. Aber eigentlich ist das ein Eigenname von Allah azza wa jal. Deswegen, ich wundere mich über unsere Geschwister, die sagen, oh mein Gott. Was ist das? Was ist oh mein Gott für eine Ausdrucksweise? Heißt Allah Gott? Sagt es mir, liebe Geschwister. Sagt man, ja, Abul Bara, du weißt schon, was ich meine. Nein, 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 komm mir nicht so. Allah möchte gerufen werden mit welchen Namen? Mit den schönsten Namen. Gehört Gott dazu? Haben wir hier ein Ikhtilaf? Gehört nicht dazu. Wir meinen Allah. Schaut mal, sagt mal Allah und sagt mal Gott. Ist das dasselbe? Daher versucht immer, diesen Namen Allah in eure Bittgebete einzuschließen, dass du ja Allah sagst, damit auch dein Bittgebet angenommen wird. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Na, bitteschön.